Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei meinem Let's Play von Tomb Raider 3. Hier im Level Die verlorene Stadt Tinnos sind wir das letzte Mal stehen geblieben. Hier kann es jetzt weitergehen und hört ihr das? Das ist der Alarm in den Büros von Core Design, weil wir es fast geschafft haben, ihr dämliches Spiel durchzuspielen. Halt dich fest, Lara. Sie schafft es nicht. Warum ging das im Walkthrough? Warum geht das hier nicht? Komm! Egal. Dann machen wir halt den. Und dann den. Mucke im Hintergrund, wie ihr schon hört, ist aus Tomb Raider 2. Und ihr könnt dieses Level ungefähr mit Aldwych vergleichen. Und das nächste ungefähr mit den schwimmenden Inseln von Schwierigkeitsgrad her und dem Drachen zusammen. Aber wir können uns nicht löschen. Müssen wir auch nicht, weil wenn wir getroffen werden vom Mistvieh, sind wir sofort tot. Soweit ich das noch in Erinnerung habe. Alter, diese Mucke, ne? So, hier betätigen wir einen Hebel, der jetzt hier was geöffnet haben müsste unter uns. Lara, korrekt. Speichern wir mal. Dieses Level ist elendig lang. Wir werden ungefähr so viel brauchen wie für Hochsicherheitstrakt, wenn nicht sogar länger. Und hier liegt was. Was liegt hier? Ein Schlüssel. Dieser Schlüssel hat irgendwie einen ganz bescheuerten Namen. Aber naja, ich will mich darüber nicht aufregen. Namen sind wie... Namen sind, naja, so mal eben. Es gäbe nur einen Schlüssel, der bekloppt genug wäre. Moment mal, da steht jetzt nicht im Ernst Uli-Schlüssel. Er sieht auch genauso aus. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ihr wollt mich echt verarschen. Uli-Schlüssel-Core-Design. Ernsthaft. Ja, Ernst ist schon wieder in Haft. Inhaftiert ist er schon wieder. Es ist 20:01 Uhr. Ich denke, wir werden so gegen 10 Uhr damit fertig sein. Und wenn ich gut bin. Vor euch wird das alles ja geschnitten sein, ne? Dann habe ich um 11 Uhr dieses Spiel beendet. Vielleicht auch um 12 Uhr. Man weiß es nicht, aber ich kann es schaffen. Heute. Und ich muss es auch schon mal, morgen kommen meine Eltern aus dem Urlaub. Wenn ich dann auch noch wieder bis mitten in der Nacht sitze und aufnehme, da machen die mir die Hölle heiß. So, ein Hebel. Wie gesagt, ich habe nur den ersten Teil geguckt, das war auch noch ein Glitchless Speedrun. Das heißt, ein Speedrun ohne Glitches. Einfach nur Ausnutzung von irgendwelchen Spielebugs. So wie ich glaube, den hier, ne? Nee. Egal. Was ist hier oben? Ich gehe nochmal noch nicht dahin. Wir gehen erstmal den offensichtlichen Weg. Aha. Wir gehen hier lang. Keine fiese Matten, ich bin bewaffnet. Noch. Wie jetzt? Ich habe diesen Schlüssel. Den Uli-Schlüssel. Ich erwähne es nochmal. Uli-Schlüssel. Hier oben eingesetzt. Bin eine Leiter nach oben gekrochen. Um dann wieder an einer anderen Leiter runterzukommen. Kordesan, ihr seid solche Arschlöcher, ne? Ihr seid echt, ihr seid Arschlöcher. Und ich wette, ihr habt euer eigenes Spiel wahrscheinlich höchstens die PC-Version mit Cheats durchgespielt.
Selbst die PC-Version ist schlimm. Aber das ist ja kein Vergleich zu. Ist ja kein Vergleich zur Dings-Version. Speichern wir mal extra. Weil ich weiß nicht, welche fiese Mantenten uns hier erwarten werden. Ein Hebel wird uns hier erwarten. Und wir betätigen einen Hebel und bekommen genau gezeigt, was hier passiert. Willkommen in Tomb Raider 3. Wirklich, wir bekommen ein Bild gezeigt, von dem wir überhaupt keine Ahnung haben, was passiert. Willkommen in Tomb Raider 3. Und nun hänge ich fest. Es hat ja lange gedauert. Warte mal, wie lange hat es denn gedauert? Circa 6 Minuten hat es gedauert. Denn wir bekommen ein Bild gezeigt, das überhaupt nichts mit der ganzen Situation zu tun hat. Willkommen in Tomb Raider 3. Hier ist doch nichts. Doch, hier ist was. Zumindest augenscheinlich. Ihr wollt mich verarschen, Cordy sein. Da ich merke, in dem Moment, wo nichts ist, in dem Moment kommt folgender Sound. Oh. Verarscht mich doch. Alter. Lara, du alte Scheiß. Schlampe. Ökoterroristin. Ja, fühl dich ruhig angesprochen. Ich meine dich nämlich auch. So. Hier ist ein Spalt, der nichts mit der Situation zu tun hat. Hier ist... Wieso ist denn hier nichts? Hä, Leute? Ich komme schon nicht mehr weiter. Gehen wir mal ins Wasser. Oh, keine Kälte. Okay. Übrigens, ich habe ja letztes Mal gesagt, die verlorene Stadt. Dabei ist es ja natürlich die vergessene Stadt. Auf Deutsch. Das Problem an der ganzen Situation ist, dass wenn man das Spiel auf Englisch hat, steht da The Lost City of Tinnos. Warum heißt es dann bitte die Verlorene? Oder die, warum heißt es dann bitte die Vergessene? Wenn es doch die Verlorene ist. Weil Lost heißt bei mir verloren. Ich quitsch mir schon wieder. Oh, Lara. Alter. Gehen wir nochmal alles genauer durch. Wir werden lange brauchen. Miep. 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 Miep, miep. Miep. So, so bekommen wir eine Rakete. Aber vielleicht geht's ja von hier aus noch irgendwie weiter. Kann ich mir aber bald nicht vorstellen. Ne. Jedet auch nicht.
Ey, sag mal, Coruscant dreht er jetzt eigentlich am Rad oder was? An welchem denn? Am Musikrad. Am Lautstärkerädchen. Weil das ist unmöglich, dieser Soundmerk. Und ich habe den Tomb Raider 2 schon gehasst. Da hat er mich fertig gemacht. Habe ich hier irgendwas übersehen? Aha. So. Der Sound. Alter, der macht mich so fertig. Na, der auch. Das ist nicht der von meinem Magen. Ich habe gerade gegessen. Hier hat uns ein Hebel erwartet. Und das? Ein Spalt. So, nu? Was haben wir nu? Nun kommen wir nicht weiter. Oh Gott. Leute, das wird heute eklig. So, und nun? Wir kommen, wie schon erwähnt, nicht weiter. Ich find's auch erbärmlich, dass dieser ganze Raum hier. Miep. Miep, miep. Miep. Da oben, wie wir da hinkommen tun. So nicht. Aber miep, miep. Wir dahin müssen. Das heißt, hier die Leiter mal hoch. Ich habe einen Ansatz, muss ich da nur irgendwie hinkommen. Da waren es die ersten beiden und der dritte. Wir gucken mal, was in die Richtung so führt. Jetzt gehen wir mal, wir entfernen uns immer weiter. Das ist toll. Das ist, es raubt mir den Atem. Dann links. Dann links. Da geht's dann wieder runter. Okay. Dann machen wir das Ganze jetzt mal anders. Ach komm, ersauf dich doch. Mann, wie kommen wir jetzt hier, Herrgott, nochmal weiter? Wir müssen da um. Das ist alles sehr komisch. Hier ist ein Gitter, das nicht aufgeht, durch das wir uns auch nicht durchglitschen können. Oh, das ging vielleicht gerade. Komm, Lara, glitsch dich doch einfach mal durch. Mach doch mal was Sinnvolles.
So, und nun? Wie kommen wir da oben hin? Ja, nicht. Oder was? Oh, Leute, eh. Im letzten vernünftigen Level. Und dann bringen die hier noch so einen Scheiß. Gut, haben sie Turbo 2 auch, aber... Hallo? Also, ich probiere das jetzt hier noch genau. Ich versuche jetzt hier noch ein paar Versuche. Wenn es dann nicht klappt, suche ich mal wieder einen Speedrun. Spielen Speedrun. Und kommentiere euch. Halt dich doch jetzt fest. Oho. Ja, nun mal Tau. Okay, Leute. Ich suche mir einen Speedrun. Wir sehen uns gleich. Ciao.